Eine ganz kurze Erklärung zu dem heutigen Update von Evec. Es geht um diese Erkenntnis, du darfst oder du solltest nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Das ist eine der größten Missinterpretationen, die es überhaupt gibt. Es ist zuerst einmal die Schlange, die hier auftaucht. Dieses Nachasch heißt auch Wahrsagen, ein Wahrsager. Und ich erinnere immer an diesen schönen, berühmten Moses-Film, die 10 Gebote mit dem Charles Heston, wo es dann mit seinem Bruder Aaron zum Pharao geht und er hat seinen Stecken, das ist die transversale gestreckte Anoggi, und dann wirft er diesen Stecken vor den Pharao hin und sobald er in die Longitudinale kommt, wird der Stecken es die Ecken zu einer Schlange, zu einer schlängelnden Schlange. Und dann kommen hier Priester vom Pharao, die sagen, guten Zauber können wir auch. Lassen zwei Schlangen los und die gehen jetzt auf die eine Schlange von dem Mose los und dann frisst die Mose seine Schlange diese zwei Schlangen auf und dann nimmt er wieder die Schlange, zack, und dann hat er wieder den Anoggi, die Stecke. Das ist das Drehen, dieses Prinzip von der longitudinalen, sprich chronologisch raumzeitlichen Sichtweise in das ewige Hier und Jetzt, in die Transversale, die man dann natürlich auch noch in die Z-Achse drehen müssen. Und dann ist jede Richtung, wo du schaust, ist eine Z-Achse in einem Spiegeltunnel, der sich letztendlich nur in dem Mittelpunkt befindet. Ich sage jetzt wieder Insider, die sich mit Holofilling beschäftigt haben, wissen, was ich meine. Aber das ewige, dieser Kampf um Gut und Böse, wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, und ich sage jetzt einmal frei übersetzt, dann wird dir ein Licht aufgehen, ein Bewusstsein aufgehen und du wirst sein wie Gott. Dann wirst du dieses E-Quadrat, die Energiequelle. Und eine Energiequelle braucht eben diese Polarität. Und jetzt muss man wissen, dass dieses Pol als 80, 70, 30 geschrieben, der Pol, die Darstellung der hebräischen Verbformen ist. Und die Verben sind VRM. Die erweckten polaren Existenzen. Das sind die Zeitformen in der hebräischen Sprache, die eigentlich keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt. Jetzt haben wir schon wieder so einen Widerspruch, das alte Hebräisch, ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, kennt ursprünglich grammatikalisch keine Zeitformen. Es spielt sich alles im ewigen Hier und Jetzt ab. Und was hier zur Vergangenheit und Zukunft geworden ist, ist einfach nur die Vergangenheit, ist der Perfekt. Das heißt, perfekt grammatikalisch, es ist abgeschlossen, es ist durch. In einem gewissen Maß, es ist verstanden und imperfekt heißt, es ist noch im Werden, es ist noch in einem Prozess des Reifens. Ich habe so oft darauf hingewiesen, dieses Reifen. Ganz interessant, unser Rei als RAI geschrieben, 201.10 ist ja zuerst einmal der Spiegel, unser Zentralspiegel als Symbol für Gott, der Kopf des Schöpfergottes. Und Pen, Reifen, Pen ist ja, hat es P, ist F, ist ein Aspekt. Aspekalum heißt ein Spiegelaspekt. Nur eine Spiegelung, eine kleine Facette aus dem heiligen Ganzen. Und um das abzuschließen, ich will das nur ganz kurz machen. Du musst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, dass dir ein Licht aufgeht und jetzt denkst du einfach an eine Batterie. Genau. Wenn du den Plus- und den Minuspol über eine Lampe verbindest, dann geht dir ein Licht auf. Wenn du jetzt aber den Minuspol abisolierst oder bekämpfst, das ist dieses Liebe deine Feinde, dann wirst du ewig in einer geistigen Finsternis leben. Und ich betone nochmal, Holofeeling überragt alles an theologischen Auslegungen und an Physik und an Naturwissenschaft und geistliche Welt. Es ist ein vollkommen neues Weltbild. Und jetzt zum Abschluss, wenn du dir jetzt, wir denken uns jetzt irgendwelche Affen aus, die auf die Straße gehen und für Frieden demonstrieren. Eine absolute Demonstration von Geistlosigkeit und Unchristlichkeit. Eins der wesentlichsten Gebote meines Christentums ist, liebe deine Feinde, liebe all das, was dir böse, schlecht, verkehrt erscheint. Du brauchst diese andere Seite. Du hast eine einseitige Vorstellung von richtig. Das ist die Richtung, in die du schaust. Es ist diese tausendfach die Sache mit der Tasse. Und wenn einer das Gegenteil, das verkehrt, dann ist es für dich verkehrt. Und es gilt für alle Polaritäten, die es gibt. Du brauchst, um in die Heiligkeit zu kommen, die zwei Seiten. Gesundheit und Krankheit in der Verschmelzung ergeben die Heiligkeit. Hast du dich jetzt, du Geist, der du jetzt, wenn du an dich denkst, vom Computer sitzt und dir dieses Video anschaust, hast du dich die letzten 2 Minuten gesund oder krank gefühlt?
Du hast dich in der Vergangenheit überhaupt nicht gefühlt, weil was du fühlst und was du erlebst, kannst du nur unmittelbar hier und jetzt als Information erleben. Du erlebst immer nur deine eigenen Informationen. Und die Frage, ob du dich gut oder schlecht gefühlt hast, zwingt dich zwangsläufig an deinen Körper zu denken. Und jetzt passiert dieses Eigenartige, dass du den Normalzustand, den du jetzt eventuell hast, gesund nennst. Und du machst jetzt diesen Normalzustand, den du gesund nennst, zu einem Mittelpunkt, wo du dir jetzt was vorstellen kannst in die Zukunft, wo es dir noch besser geht. Oder du schaust in die andere Richtung und sagst, da ist mir schlecht gegangen, da war ich krank. Wenn du natürlich dich jetzt krank fühlst, während ich dich frage, wirst du feststellen, dass du dich nur dann krank fühlst, wenn ich dich jetzt unmittelbar frage und du dran denkst. Aber du musst immer an deinen Körper denken, um für dich die Erfahrung zu machen, fühle ich mich, sprich dieser Körper, gesund oder krank, gut oder schlecht. Wenn du aber nicht an deinen Körper denkst, existiert der Körper nicht. Genau. Dann ist er heil. Die Heiligkeit ist nämlich die Verbindung dieser zwei Seiten. Ich habe das tausendfach erklärt und jetzt komme ich zum Griech. Dieses Pärchen, Krieg und Frieden, ist wie Sonnenschein und Regen. Und ich kann immer wieder nur tausendmal sagen, solange du den Krieg bekämpfst und nicht haben willst, kriegst du auch keinen Frieden. Aber Frieden ist nur ein anderes Wort für Entstehen, ich sage für Sonnenschein, und Krieg ist ein anderes Wort für Zerstörung. Und dir sollte jetzt klar sein, ich wiederhole immer wieder dieselben Sätze, in deiner Vorstellung von Trockennasenaffenleben muss ein Säugling zerstört werden, dass ein Schulkind wird, und das Schulkind muss zerstört werden, dass er ein Erwachsener wird. Und der muss zerstört werden, dass er ein Greis, ein Greis wird. Und der muss zerstört werden, dass du ein ewiger, bewusster Geist wirst, der du gar nicht werden kannst, sondern du fängst jetzt an, dich wieder zu erinnern, was du eigentlich bist und was deine Gedanken sind. Und jetzt das, um auf den Punkt zu bringen, dir sollte klar sein, dass egal welchen Gedanken du jetzt denkst, egal was du jetzt auf deine VR-Brille für ein Bild holst, eine sinnlich wahrgenommene Information, diese Information muss zerstört werden. Das ist der Krieg, dass ein neues Bild, ein neuer Gedanke in dir auftauchen kann. Und du wirst dann irgendwann einmal erkennen, dass jedes neue Bild, jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, dem bestehen Gedanken zerstört. Das ist dieses Spiel mit unserer 200 Gramm roten Niere. Und das, was ich dir jetzt sage, ist hundertprozentig sicher und du wirst es nur verstehen, wenn du jetzt Geist bist und du bist Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Und jetzt könnte ich wieder sagen, und was ist jetzt eigentlich ich? Ist es das Pixelmännchen? Ist es die Lautsprecherstimme? Ist es fast auf jedem Selbstgespräch drauf? Nein, ich bin du. Ich bin der, der sich das jetzt ausdenkt. Ich erkläre es mir selber, darum nennen wir das Selbstgespräche. Und das war es eigentlich schon als kleines Vorwort zu dem Wahnsinn, den ich dir hier demonstriere, der übrigens von dir ausgedacht wird. Deine ganz persönliche Welt, du erlebst nur deine ureigensten Informationen, die erlebt kein anderer. Du bist Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher und kann jeder 13-Jährige sofort auf der Stelle überprüfen. Bei jedem Gedanken, den du denkst, erschaffst du, kein anderer. In Maßsetzung des Intellekts, des geistlos nachgeäfften Wissens aus Medien und Bassien oder vom Hörensagen oder was auch immer. Das gilt für die Naturwissenschaft, für die Physik. Dieses kleine Beispiel mit den Galaxien, das ist ein Photon in Fluch. Es sind Wahnsinnige. Es sind absolut die Menschen in deinem Traum, die hochintellektuellen Menschen sind Wahnsinnige. Das ist meine Botschaft. Und dann lassen wir es gut sein. Das war es eigentlich schon. Petsch.